Nach Olympia. Weißt du, wie oft ich mir eingeredet habe? Für irgendwas wird es gut sein. Für irgendwas wird es gut sein. Für irgendwas wird es gut sein. Ja. In dem Moment, wo es mir richtig nicht gut ging. Da checkst du es nicht. Aber einfach daran zu glauben, dass es mal irgendwann, dass ich irgendwann checken werde, wofür es mal gut war. Wie kann es denn sein, dass ein Test mehr über mich aussagen kann als meine Eltern oder als mein bester Freund? Wie kann es sein, dass ich so genau interne Muster beschrieben bekomme, wie ich drauf bin, wie ich ticke, anhand von einem Test? Und das war für mich der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, boah geil, ich will die Menschen so geil verstehen. Ich will dieses Feuer für die Menschen sein. Ja, cool, dass du mich besuchst. Was ist Business Performance Training? Also es geht ja darum, mentale Leistung abzuliefern, emotional auch zu performen und natürlich nicht nur mehr Umsatz zu machen, sondern einfach alle Lebensbereiche geil zu machen. Und damit haben die meisten Unternehmer und Agenturen haben einfach einen riesen Struggle, weil sie natürlich Tagesbrände löschen, weil sie viel machen, viel tun, aber vergessen oft sich selbst. Und da die Persönlichkeit zu stärken und auch im Business die Performance zu bringen, aber auch im Leben, dafür bin ich zuständig und da begleite ich die Unternehmer eben vollumfänglich. Weil da sprichst du mir halt auch aus der Seele, ne? Also ich kenn's auch aus dem Leistungssport. Du bist halt wenn du für irgendwas so richtig brennst, und da sehe ich auch im Unternehmertum auch ganz viele, die brennen halt einfach dafür. Ich habe es auch ganz lange im Leistungssport erlebt, du wirst dann ständig krank, weil du achtest nicht auf deine, zum Beispiel auf deine Regeneration, weil die Trainer geben dir die ganze Zeit einen Trainingsplan, aber sie geben dir halt nicht einen Plan, hier geh mal in die Sauna oder so. Das musst du dann schon selber machen. What? Ne? Und so ist es ja dann im Business nachher auch, du hast dann einen Plan vor Augen, du weißt, okay, du willst performen, du willst Gas geben, du willst die Familie ernähren, du willst irgendwie dir coole Sachen aufbauen, aber die anderen Lebensbereiche fallen halt vom Tisch. Ja, leider. Leider wird das sehr oft vernachlässigt, weil man nur Business im Kopf hat. Jetzt sind wir auch schon im Thema drin. Wie kann ich das vereinen, deiner Meinung nach? Also wo ist der Knackpunkt, was man vielleicht verstanden haben muss? Business und Leben, also die erste Sache, die man verstanden haben muss, dass man mehr ist als ein Business. Dass man mehr ist als, wie viel Umsatz mache ich jetzt gerade? Dass man mehr ist als ein Kontostand. Dass man mehr ist als die Person, die man auch im Business aufbaut. Also wenn wir gerade so im Thema Personal Branding sind oder okay, ich bin mein Unternehmen, meine Domain heißt so oder yo, mein Unternehmen heißt so und ich bin der Geschäftsführer, ich bin Mädchen für alles gerade und so, das bin ich so. Und wenn die sich darüber so hart identifizieren, dann wird es schwierig, auch noch ein Privatleben nebenbei aufzubauen. Das passiert dann meistens beiläufig oder jetzt gerade Unternehmer, die schon ein bisschen älter sind, die dann Kinder haben und so, ja, dann ist man in diesem Struggle drin, ja, ich sehe meine Kinder gar nicht, ich arbeite ja nur und ich muss das aber machen und so. Im ersten Schritt sollte man verstanden haben, dass du bist nicht dein Business. Ja. Sondern du arbeitest an deinem Business, an deinem Unternehmen und du willst, dass dir das ein geiles Leben ermöglicht. Aber viele fahren dann halt diesen Film so von wegen, ich arbeite und arbeite und arbeite und es passiert halt irgendwie nicht so der nächste Schritt. Man ist halt nach wie vor, damals war man Arbeitnehmer vielleicht, war ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber für mich war diese Arbeitnehmersache gar nichts. Was aber vollkommen okay ist, weil wir brauchen Arbeitnehmer in diesem Land. Der Punkt ist aber, man war vielleicht Arbeitnehmer, ist in einem Hamsterrad dann und jetzt ist man Unternehmer, wobei man ist eher Selbstständiger mit Mitarbeitern oder nur Selbstständiger und arbeitet im goldenen Hamsterrad. Ja. So, es wird nicht geiler, wenn man da nicht wirklich an sich arbeitet. Und dann hat man noch dazu die Verantwortung. Ne? Wenn du Angestellter bist, dann hast du ja wenigstens dein sicheres Gehalt jeden Monat und da trägst du dann noch die Verantwortung, dass du das auch alles wuppen musst. Ne? Ja. Wo ich auch die Parallele gerade gesehen habe zum Leistungssport oder was mit mir auch resoniert ist, das Thema Identität hast du gerade angesprochen. Also womit identifiziere ich mich? Ne? Ja. Und das hat ja auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Also gerade jetzt bei mir zum Beispiel im Leistungssport, ich habe mir mein Selbstvertrauen über den Leistungssport aufgebaut. Also ich habe vorher halt kein Selbstvertrauen gehabt und habe dann wirklich über den Sport, über die Erfolge mir das Selbstvertrauen aufgebaut. Aber dann war natürlich das Selbstvertrauen an die Erfolge gekoppelt. True. Und ich musste das erstmal lösen davon. Okay. Das ist ja vielleicht im Business auch ein Punkt, oder? Dass man sich so stark damit identifiziert, dass wenn es mal dann nicht so gut läuft, auf einmal, okay, wer bin ich jetzt? Was ist jetzt hier los? Jetzt bin ich ja nichts mehr wert auf einmal. Ja, genau. Und dann sieht man die Leute, die gewinnen dann die Awards und so weiter und machen dann ihren Selbstwert daran fest oder auch ihr Selbstvertrauen. So, boah, jetzt habe ich das geschafft. Und wenn sie dann unter so ein Umsatzlevel wieder fallen, oh shit, jetzt brennt aber die ganze Hütte so. Was soll ich jetzt machen? Mich würde mal da interessieren, Leistungssport, vielleicht gibst du jetzt auch mal kurz nochmal was von dir preis. So. Ja, gerne. Worin genau, was hast du gemacht und wie kamst du dazu? Genau, ich habe, ich war 16 Jahre Leistungssportler im Rudern. Vorher schon ein paar Jahre gerudert, so als Kind. Vorher habe ich Fußball gespielt, ähnlich wie du. Ja, geil, mit fünf Jahren angefangen Fußball spielen. Geil. Dadurch, dass aber, ich glaube, dein Papa war Fußballtrainer ne? Und mein Papa war Rudertrainer. Und dann bin ich halt mit 10, 11 Jahren dann zum Rudern gekommen. Mhm. Und es hat mir dann so gut gefallen, bin ich dabei geblieben, habe eine Weile noch auch Fußball parallel gemacht, aber das ging natürlich nicht lange gut. Weil du so einen Rücken bekommen hast. Ja, und weil du dann natürlich auch am Wochenende, dann musst du dich natürlich überlegen, okay, lasse ich jetzt die Jungs beim Spiel im Stich oder die Jungs beim Rudern? Und dann musste ich mich halt entscheiden. Den Rücken, der kam erst ein paar Jahre später, weil am Anfang mit 10, 11, 12 Jahren, also das Training wirklich, kann ich dir sagen, das war mehr rumgedaddelt als Training.
Training. Echt? Ja, ja. Das war wirklich erstmal ein bisschen auf dem Wasser, ein bisschen sein und ein bisschen Spaß haben und so. Ja. Und dann mit 14 Jahren kam so der Switch im Kopf, okay, möchte ich das jetzt wirklich ambitioniert machen? Mhm. Und dann habe ich halt den Leistungssport begonnen, bin auf die Sportschule gegangen nach Magdeburg, war da auf dem Internat mit 14 Jahren direkt und dann habe ich das immer weiter aufgebaut, bin dann später Weltmeister geworden, Europameister geworden, habe bei den Olympischen Spielen teilgenommen, habe da meinen Traum vom Leistungssport halt gelebt, konnte auch davon leben. Mhm. Hobby. Wie alt warst du da? Das war 2016, also war ich da 25. Hm. Und dann hat sich das alles so entwickelt. Und da habe ich dann aber auch irgendwann so gemerkt, okay, Moment mal, wenn ich irgendwann mal aufhöre mit dem Leistungssport. Okay, also ich habe mich dann schon mit einigen unterhalten gehabt, die schon aufgehört haben mit Leistungssport. Ja. Und die dann gesagt haben, boah, ey, ich bin voll am Struggle. Lost. Und teilweise in voll den krassen Jobs, aber innerlich trotzdem noch lost, weil sie den Leistungssport noch nicht losgelassen haben. Ah, okay, ja. Da habe ich gesagt, boah, nee, das will ich eigentlich nicht. Ich will doch, dass das Leben danach eher noch geiler wird. Auch wenn ich dann, und dass ich auch meine Karriere zurückblicken kann im Leistungssport und sagen kann, war ein geiles Kapitel in meinem Leben. Hab vielleicht jetzt nur, keine Ahnung, 90% von dem erreicht oder 95% von dem, was ich wollte. Mhm. Aber völlig in Ordnung, ne? Und ja, jetzt geht's weiter. Und das hatte bei mir aber auch lange Zeit einfach gedauert, der Prozess. Ja. Und da habe ich mich auch viel mit mir selbst beschäftigt. Wie lange hat der Prozess gedauert für dich? Der Prozess, im Leistungssport aufzuhören? Ja, bis dahin, wo du jetzt stehst. Jahre. Also ich habe, glaube ich, also im Endeffekt, wenn ich jetzt zurückblicke, 2016, Olympische Spiele, war ich wirklich am Boden. Also gleichzeitig größter Erfolg mit, ne, überhaupt da zu sein. Aber Platzierung da, 12. Platz, war Asche. Welt zusammengebrochen. Mhm. Ich bin nicht gut genug. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Da ging der Prozess eigentlich schon los, muss man sagen. Weil da habe ich angefangen, mich mit den Themen zu beschäftigen. Ich hatte einen sehr guten Mentor zu der Zeit, der mir zur Seite stand. Habe mich dann immer mehr mit noch mehr Mentoren connected und so. Habe dann viel gemacht. Die Jahre später waren meine erfolgreichsten Jahre meiner Karriere. Bin ich Weltmeister geworden, Deutschland 8. Europameister. Ja, war bei Mannschaft des Jahres, 2. Platz und sowas alles. Geil. Geile Sachen erlebt, Weltrekord aufgestellt und sowas. Echt? Ja. Für was? Im 8. auf der olympischen Distanz, 2000 Meter. Das schnellste, was jemals in Ruderburg gefahren ist. Props. 5 Minuten 18. Und, schau ins Guinness-Buch. Genau, schau ins Guinness-Buch. Und ja, und dann, da lief aber parallel schon die ganze Zeit der Prozess in mir. Der Prozess von, ey, ich entkopple mein Selbstwertgefühl vom Leistungssport. Und dann konnte ich die Erfolge ja noch mehr genießen, weil ich mich dann so ein bisschen rauszoomen konnte und sagen, Alter, wie geil ist das jetzt bitte? Ne? So. Ja, okay. Und wusste halt schon, okay, es wird ja auch irgendwann vorbei sein und so. Und es war halt dann alles cool. Aber dann bin ich dann trotzdem nochmal in ein Loch gefallen, weil dann kam nochmal Olympia-Verschiebung, Corona. Ja, dann hatte ich noch eine Verletzung, hatte ich ein Nierenversagen, weil ich bei einem Ruderergometer-Test mich zu sehr ausbelastet habe. Echt, oder was? Ja, lag ich eine Woche im Krankenhaus. Fuck, ja. Also ziemlich viele Sachen noch erlebt. Es ging krass up und down. Ja. Ja, und dann war halt, glaube ich, der Prozess ging dann erst eigentlich nochmal los, als ich dann wirklich aufgehört habe. Also 2021 habe ich dann aufgehört und ich habe halt vorher gedacht, okay, ach, jetzt kannst du endlich und so. Aber da war halt die schwarze Wand erst richtig da vor mir. Ne? Und dann war halt, kam so ein Tal. Ich wusste schon, was ich so ein bisschen machen will. Also ich hatte schon Ideen und so weiter. Ja, war erstmal ein Motivationsloch da. Ja. Musste ich erstmal durch. Das heißt, und jetzt, ich würde sagen, Frühjahr, letztes Jahr, ja, so Februar, März 2022, würde ich sagen, habe ich das Ganze so ein bisschen abgeschlossen für mich. Geil. Und bin in meinem neuen Leben für angekommen und seitdem ist... Alles tutti. Läuft es auf jeden Fall besser wieder, ja. Geil, das freut mich. Aber manchmal ist es ja auch so, dass wenn man diese tiefen Täler sieht und auch durchmacht, vor allem selbst, dass man dann viel besser auch anderen helfen kann, besser zu werden und auch die höchsten Höhen zu erreichen. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Darum geht es auch, ne? Also ja, das ist ja bei dir auch so, ne? Du hast ja auch schon viel erlebt, Höhen, Tiefen, das ist, wie gesagt, das ist bei mir im Leistungssport ganz extreme Ausschläge sind das ja, ne? Und durch diese Ausschläge, wenn du die aushältst und durchmachst, korrekt. Und trotzdem auch immer wieder reingehst in deine Balance und sagst, okay, was kann ich daraus mitnehmen? Du siehst, du kommst durch ein Tal durch, wo du, wenn du drin bist, erstmal denkst, ey, ich weiß gar nicht, wie ich da rauskomme, aber du schaffst es. Und dann weißt du, okay, was soll denn noch für ein Tal kommen? Also wenn ich das jetzt schon geschafft habe, dann kann ich jetzt auch mutig sein und mal losgehen und das und das probieren. Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen was erzählt über meine Story, über meine Hintergründe. Was möchtest du wissen? Es gibt viele Parallelen. Gerade auch so, du hast ja auch schon dich viel verwirklicht. Du warst erst Influencer, hast da viel Gas gegeben, bist sehr viel gereist. Du bist dann auch ins Coaching reingegangen, hast da Menschen weitergeholfen und so weiter. Und erzähl mal so ein bisschen noch was über dich, gerade auch in Bezug auf diese Themen. Ja, also in Bezug auf Sport, vielleicht fangen wir da an. Also ich wurde, wie du schon gesagt hast, von meinem Vater damals trainiert. Ich hatte richtig Bock, Fußball zu spielen. Ich habe meine ersten Fußballschuhe also zur Geburt bekommen. Boah, krass. Also, das ist krass. Mein Vater hat gesagt, hier, Junge. Und ich so, ja. Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber für mich wurde schon quasi der Fußballerweg geebnet. Und für mich war auch klar, dadurch, dass ich halt immer so Spaß hatte, schon im Kindesalter, und mein Vater mich trainiert hat und ich dann halt auch Kapitän war und diese ganzen, die Mannschaften, in der wir waren, halt immer auch angeführt habe irgendwo und wir halt sehr gut waren in dem, was wir getan haben, war für mich klar, okay, ich will Profi werden und so weiter. Und dann kommst du natürlich auf so Talentwettbewerbe, spielst in Auswahlteams und so weiter, bis auf Stützpunkten und
da war schon so dieser Ehrgeiz da, dieses immer weitermachen, immer dieses, okay, ich habe dieses eine Ziel. Aber wenn du dann halt nicht gesichtet wirst und nicht wirklich den nächsten Schritt schaffst, dann ist das natürlich so, fuck, Alter, was jetzt? So. Mhm. Und dann war das aber auch relativ, das war ja alles Jugendzeit, also bis 15 Jahre oder so. Mhm. Und dann ist ja auch irgendwann der Zug abgefahren. Ne? Also dann kannst du dich entscheiden, okay, spiele ich jetzt vielleicht noch eine höhere Liga, aber Profi ist dann abgefahren im Fußball, weil da gibt es ja auch sehr viel Konkurrenz. Und dann war für mich klar, okay, als mein Vater dann aufgehört hat, dass ich selber auch aufhöre, weil dann ist irgendwie alles so auseinandergebrochen, Team hat sich auch aufgelöst, manche sind nach Köln gegangen, nach Leverkusen gegangen, manche in so Verbandsliga-Teams und so weiter. Und für mich war klar, okay, das ist es nicht. Aber ich hatte halt immer so diesen Drive, so ich brauche jetzt was anderes, wo ich richtig gut drin wäre. Dann habe ich mich in Online-Games total verloren, bin richtig fett geworden, auseinandergegangen. Krass. Und wurde dann auch in der Schule gemobbt so und es war auch keine schöne Zeit mehr, ja. Wo ich mir dann gedacht habe, scheiße, aber ich hatte ja mein Online-Game, weißt du, da sieht mich keiner, ich kann mich hinter so einem Charakter verstecken. Aber das Geile war, ich konnte diesen Charakter leveln. Mhm. Ja, ich konnte immer besser werden, immer weiter leveln und so. Da war aber auch das Problem, ich wurde dann irgendwann gehackt. So, ich konnte mich nicht mehr einloggen in meinen Account. Mhm. So, und dann war das auch weg und ich dachte mir so, what the fuck, ey? Jetzt hast du da so ein Online-Game aufgebaut, so eine Online-Welt und die ist jetzt auch weg. So. Und dann sitzt du da als pubertierender Junge, hast keine Freunde so richtig. Also klar, du hast ein paar in der Schule und so, aber du hast halt kein richtiges Leben mehr, weißt du? Du hast nicht mehr den Sport, den du geil fandest und ich war fett. Mhm. Das Problem waren nicht die Süßigkeiten, sondern die Zitronentittchen, weißt du? Du läufst gegen Wind und immer so... Kriegst dann natürlich auch dumme Sprüche für. Ja, so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Frauen werden interessanter, ich muss jetzt was tun. Habe mich dann im Fitnessbereich weitergebildet. Ich weiß nicht, ob du Team Andro kennst. Das ist so ein Forum damals gewesen, wo du alles über Fitness, jeden Plan, jede Ernährungsform so konntest hier reinziehen. Mhm. Und ich wie ein Besessener da gehockt, wie funktioniert Ernährung und Training und so. Und dann habe ich das gemacht, habe mich selbst transformiert innerhalb von 2 Jahren, hatte dann Sixpack am Ende, auf einmal standen die Frauen auf mich und ich sah auch gut aus, hatte neues Selbstwertgefühl, neues Selbstbewusstsein. Und dann war so das Ding, dass dann meine Freunde zu mir kamen und sagten, hey, wie hast du das gemacht? Kannst du mir mal einen Trainingsplan schreiben? Kannst du mir mal einen Ernährungsplan schreiben? Und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gib mir 10 Euro und dann mach ich das. Mhm. Ja, so kam eins zum anderen, bin ich dann ins Personal Training gegangen, weil für mich war klar, nee, ich habe keinen Bock auf Leute, die mir sagen, wann ich irgendwie was mache. Man hat so Ferienjobs gemacht, Möbelpacker, ne, am Fließband stehen und ich dachte mir so, boah, irgendwie Gehirn abgeben, ja, nach 8 Stunden darfst du das wieder einsammeln und dann ist gut. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich werde auf jeden Fall irgendwas selbstständig machen. Mhm. Personal Trainer geworden und da fing das dann eigentlich wirklich an, wo ich wieder in meiner Stärke war, wo ich gesagt habe, boah geil, ich kann jetzt anderen Leuten in den Arsch treten, einfach auch dieses neue Gefühl zu erreichen, auch ihr Leben zu transformieren, weil wenn du anders aussiehst, dich anders fühlst, hast du eine Transformation durchgemacht. Und das mache ich letztendlich auch heute, ja, nur halt eben mit Unternehmern, dass ich halt nicht Übergewichtigen in den Arsch trete, sondern jetzt Unternehmern in den Arsch trete, dass die ihre Sachen wirklich machen und ihr Leben genießen und nicht irgendwie 16 Stunden hustlen und sich dann erst gut fühlen, sondern mit einer richtigen Struktur und den richtigen Optimierungen, die man macht, dass man denen sagt, so hey, das machst du, das lässt du. Weil wenn du selber im Game, also im Unternehmertum drin bist, dann weißt du manchmal nicht, was richtig und falsch ist. Du denkst dir zwar, okay, das und das und das machen wir jetzt, aber vielleicht bist du voll auf Umwegen nach Rom. Viele Wege führen nach Rom, aber manche auch gar nicht. So, und da muss man halt jemanden haben, der einen da durchleitet. Und das finde ich halt geil. Dann, wie gesagt, Personal Trainer gewesen, dann ein Business damit aufgebaut, nachher hatte ich keinen Bock mehr über Kohlenhydrate zu reden und Bizeps Curls und dann habe ich mir gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich lasse das sein. Das Problem war, ich wusste dann gar nicht mehr, was ich machen soll. Das Feuer war weg. Mhm. Ich hatte keinen Bock auf Fitness, ich wollte irgendwas machen, wie ich Leuten im Business weiterhelfe, aber ich habe mich dafür einfach nicht bereit gefühlt, weil ich ja selber gerade erstmal so 10.000 oder so im Monat gemacht habe. Wie soll ich es jetzt anderen sagen? Und dann fing das bei mir an, so Sinnkrise, Identitätskrise, wer bin ich überhaupt, wenn ich jetzt kein Fitness- und Personal Trainer mehr bin, weißt du, scheiß mal auf diese ganzen Zertifikate, so Diplom und Ernährungs- und diese ganzen Sachen, scheißegal. Wenn du nicht weißt, wer du bist und wenn du nicht weißt, wofür du hier bist und was du geben willst, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann fühlst du dich so scheiße. Ja, klar kenne ich das. Ja. Ja, kenne ich sehr gut. Dann liegst du im Bett und mittags, draußen scheint die Sonne und du machst lieber die Rollladen runter, weil du einfach lieber so einfach für dich sein willst, sowieso alles scheiße. Ja, weil der tiefere Sinn einfach gerade nicht da ist. Und du hast halt das Gefühl, du weißt nicht, was dein Nutzen in dem Sinne ist, wie du die Welt irgendwie voranbringen kannst. Genau. Vor allem fühlst du dich dafür auch gar nicht bereit. Ja. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich dazu beitragen und so. Und dann parallel dazu kam irgendwann noch Corona dazu und so weiter. Also es war schon ein bisschen vor der Zeit, aber dann Corona auch nachher noch, wo alles irgendwie gefühlt am Arsch war. Mhm. Und das hat ja jeden irgendwie belastet. Mhm. Und dann diese ganze Informationsflut, so was man alles machen kann und dies und da, ein Shiny Object. Und neben dir gewinnen schon die ganzen Leute Awards und so. Und man selber ist natürlich auch schon Coachings beigetreten. Und da klappt es irgendwie nicht. Und dann denkst du,
fühlt man sich wie ein Trottel, ne? Man fühlt sich einfach wie ein Trottel. Und dann habe ich irgendwann kam dieser Punkt, wo ich einfach die Entscheidung getroffen habe, es geht weiter. Zieh dein Ding durch. Auch wenn du nicht zu 100% weißt, was du jetzt machen willst oder wie du das genau definieren musst, dass man einfach merkt, so, okay, du brauchst vielleicht gar nicht diese 100%, sondern musst einfach mal anfangen. Einfach mal einen Schritt machen und dann den nächsten und dann den nächsten und den nächsten. Momentum ist ja nichts, was du hast. Momentum ist ja das, was du aufbaust. Ist ja wie beim Fußball. Oder ich weiß nicht, ob das beim Rudern auch gibt, aber beim Fußball, du 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, okay. Krass, Momentum, 4-1 und so weiter. Das ist im Ruderrennen genauso. Wenn du einen Bugball vorne hast, ja, dann spürt der Gegner das. Ja, du genau. Spürst auch, dass du auf einmal, wenn die Boote neben dir sind, aus dem Augenwinkel, wenn du vorfährst, ja, du ja, spürst, genau, spürst genau. Das so. Und ja, genau, das ist dieses es, ja. Momentum. Ja. Ja, und dann hast du Momentum, ja, weißt du, ja. Dann kriegst du auf einmal einen Drive da rein, ja. Und dann funktioniert das und auf einmal geht alles leichter und so. Mhm. Und das, finde ich, ist ein geiler Prozess. Und dieses Momentum und dieses Gefühl von, hey, ich mache da gerade was und ich bewirke auch was, ich habe Einfluss, das ist geil. Das, ja. das ist einfach... ultra geil, ja. Und deswegen macht man das ja auch. Sehr oder cool. Ich zumindest. Sehr cool. Vor allem auch so, also das, da kann ich dich auch, kann ich einfach bestätigen, auch jetzt von meiner Arbeit im Coaching. Also ja. Einfach dieses Gefühl zu haben, da Menschen wirklich auf tiefster Ebene weiterzuhelfen, ja. Das ist einfach das Geilste, was es gibt. Also ja, das ist. Vor allem, es kann ja auch nicht jeder, das finde ich so ja. Spannend daran. Ja. Jetzt ohne Selbstbeweihräucherung, sondern einfach nur mal der Fakt. Mentale Arbeit, ja. Emotionale Arbeit, das ist ja wirklich, man muss den Menschen verstehen. Man muss wissen, wer ist da vor einem, was für Erfahrungen hat dieser Mensch gemacht. Ja. Ne? Der Mensch ist ja immer die Summe all seiner Erfahrungen. Richtig. Und dementsprechend müssen wir schauen, okay, wo kommt der her, wo steht der gerade, wo will er hin? Wir müssen das analysieren, müssen gucken, was blockiert da vielleicht gerade, wie können wir das auflösen, was sind verschiedene Wege? Und dann weißt du selber, gerade bei der mentalen Arbeit oder der Psychologie an und für sich, es gibt tausende Wege und du kannst nicht 100% dieser tausenden Wege kennen. Aber es gibt halt ein paar, die sind effektiv und einer davon ist effektiv, um dem Gegenüber zu helfen. Genau. Und dann macht es Klick und dann macht es erstmal Klick und das zweite Mal und das dritte Mal. Ja, und so hast du quasi, mir ist die ganze Zeit immer noch das Bild im Kopf von deinem Videospiel, von dem Charakter, ja. Weil da hast du es im Videospiel gemacht und ja. Jetzt hast du es erstmal selber im Leben gemacht. Genau. Und also so sehe ich das irgendwie bei mir auch so ein bisschen, ne? So ja. Dieses so, hey, man hat einfach selber abgelevelt. Ja, genau. Und dann hilfst du jetzt anderen abzuleveln. Einfach, genau. Weil das, in dem Moment, wo du das verstehst, eigentlich, dass du als Mensch bist der Superheldencharakter, nicht irgendwer im Film oder irgendwer korrekt. Im Videospiel. Wenn du da anfängst, abzuleveln in den verschiedenen Lebensbereichen, dann kann es nur geiler werden. So. Korrekt. Weil es kommt ja auch darauf an, was ist die Metapher fürs Leben, für einen selbst. Du kannst sagen, okay, das Leben ist ein Geschenk. Wie siehst du dann das Leben an? Wenn alles ein Geschenk ist, dann bist du wahrscheinlich sehr dankbar. Dann freust du dich einfach auf das Leben. So. Aber ich finde die Metapher vom Spiel viel geiler, weil dann kannst du wirklich spielen, so. Du kannst was leveln, du kannst Fortschritt machen und ich finde auch, Fortschritt macht glücklich. Nichts anderes macht so glücklich wie Fortschritt. Ja. Und indem du diesen Fortschritt sicherstellst, indem du merkst, okay, ich bin gerade abgelevelt, ich habe gerade ein Level wieder draufgepackt, ja, ich kann jetzt den Skill besser, ich habe jetzt da eine Fertigkeit, ich habe jetzt hier eine geilere Eigenschaft, ich habe da mehr Stamina, da mehr Stärke, da mehr Intelligenz, dann kommst du ja wieder weiter und kannst dieses Wissen auch weitergeben. Ja. Das ist eine super geile Metapher. Ja, ich habe auch noch eine Metapher dafür. Und zwar, das ist jetzt irgendwie letztens mir nochmal so klar geworden, und zwar, das Leben ist eigentlich wie eine Welle. Aha. Und du hast jederzeit die Entscheidung, ob du unter der Welle bist im Wasser und dich da rumwirbeln lässt oder ob du oben auf dem Surfboard stehst und vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen, wie muss ich stehen und so. Ja, ja. Und irgendwann machst du dann irgendwelche krassen Moves und weißt du, und du surfst halt die Welle, weil das Leben ja. passiert einfach. Und dieser Veränderungsprozess im Leben, der findet halt statt. True. Und du kannst dich halt entscheiden, in welche Richtung veränderst du dich. Möchtest du das aktiv machen oder möchtest du dich verändern lassen von äußeren Faktoren? Ja, das ist auch super geil. Da gibt es ja auch, also ich bringe oft dieses Wellenbeispiel tatsächlich, wo ich sage, hey, geil, ja. You can't stop the waves, ja. But you can learn how to surf them. Also du kannst die Wellen nicht stoppen, weil das Leben passiert einfach. Es passiert. Du kannst nicht die Zeit anhalten. So, jetzt kann man wieder darüber diskutieren, okay, gibt es Zeit überhaupt? Zeit gibt es nicht, Zeit ist ein erfundenes Konzept. Ist ein Konstrukt, ja. Genau, aber die Wellen, die kommen. Ob du willst oder nicht. Ja. Also lern besser, sie zu surfen, anstatt irgendwie zu versuchen, sie aufzuhalten. Vielleicht nochmal, um darauf einzugehen. Du arbeitest ja, also bist selber sehr erfolgreich. Du arbeitest mit sehr erfolgreichen Menschen zusammen auch natürlich. Mhm. Hast ja sicherlich auch schon viele Menschen, erfolgreiche Menschen in deinem Leben kennengelernt. Mhm. Vielleicht erstmal, wie definierst du persönlich Erfolg so als ja. erstes? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das vorher nochmal klar machen. Ja. Und im zweiten Step dann so, was sind vielleicht so Punkte, wo du siehst, okay, das macht wirklich erfolgreiche Menschen aus, die du kennengelernt hast. Mhm. Das haben die gemeinsam. Und das unterscheidet sie vielleicht von Menschen, die nicht so erfolgreich sind. Ja, das ist eine super geile Frage. Also ich würde da
gerne ein paar Perspektiven zu äußern. Zum einen, was ist Erfolg? Also so wie wir Erfolg definieren, so stellen wir uns auch die Hürden oder die Bedingungen auf, wie wir uns erfolgreich fühlen können oder ab wann. Beispiel. Es gibt einen Manager, ja, von einem großen Konzern, der definiert Erfolg für sich wie folgt. Er sagt, hey, meine Kinder müssen glücklich sein. Ich muss die jeden Tag sehen. Meine Frau muss glücklich sein. Ich muss den Umsatz steigern können in meiner Firma. Wir müssen mehr Mitarbeiter gewinnen und außerdem muss ich total fit sein. So, hat 6 Bedingungen für diesen Erfolg. Mhm. Wie einfach ist es, den zu erreichen? Von 1 bis 10. Den zu erreichen telefonisch jetzt oder was? Nein, nein. Diesen Erfolg zu erreichen. Ach, den Erfolg zu erreichen. Bedingungen. Warte mal, der ist schlecht erreichbar, weil der ist ja so... ja, 10 ist das Schwerste, das zu erreichen. Da würde ich sagen... 8? 8. So, du sagst jetzt 8. So, jetzt gibt es einen anderen Typen, der ist Familienvater und der hatte letztes Jahr einen Herzinfarkt und ist froh, dass er am Leben ist. So, für ihn ist Erfolg, wenn er morgens seine beiden Beine neben dem Bett aufstellen kann und gesund ist. Wie schwer ist das zu erreichen von 1 bis 10? Je nachdem, wie gesund er ist und ob er aufstehen kann. Okay, dann 1. Also 1. Dann ist es sehr leicht. Super. So, das ist die eine Perspektive, die ich auf Erfolg habe. Ja, mhm. Wie definieren wir ihn und wann dürfen wir uns selbst erfolgreich fühlen? Das ist das, was jeder Unternehmer mal gucken kann und mal für sich definieren kann. Wie schwer ist es überhaupt, Erfolg zu spüren? Ja. Und du machst es dir selber schwer oder so einfach wie möglich, je nachdem, was die Bedingungen sind. Mhm. Dann gibt es natürlich Erfolg an und für sich in dem sozialen Kontext, ja, in dem wir jetzt hier sind. So, in Deutschland gibt es natürlich sehr viel Sicherheit und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ein geiles Unternehmen aufzubauen. So, jetzt die Volksmeinung von einem erfolgreichen Menschen, Mann oder Frau, egal, ist okay. Unternehmen, gutes Auto, gute Familie, Haus und so weiter abgesichert, einfach ein bisschen Vermögen da haben oder vielleicht auch viel, je nachdem, das ist wieder Auslegungssache, aber einfach einen gehobenen Standard haben und den auch leben. Das ist so für die breite Masse Erfolg haben. So, wie sehe ich jetzt Erfolg? Ich sehe Erfolg, wenn du deinen Lebensweg bestreitest und glücklich bist. Weil es kann ja auch sein, dass du dich mit viel weniger zufrieden gibst, dass du nicht den Porsche vor der Tür haben musst, dass du nicht eine AP haben musst, dass du nicht 10 Mitarbeiter haben musst, dass du nicht x Millionen Euro Umsatz machen musst, aber trotzdem erfolgreich so für dich definiert hast, wie du es eben auf deinem Lebensweg für dich siehst. Ich sehe das so in meinem Kontext. Damals, um nochmal ein bisschen zurückzugehen, habe ich immer gesagt, hey, wenn ich den Porsche habe, wenn ich die AP habe, wenn ich ein Unternehmen habe und Mitarbeiter habe, dann bin ich endlich erfolgreich und dann habe ich es geschafft. Spoiler, jetzt habe ich das alles, aber, also ja, jetzt fühle ich mich auch erfolgreich, aber ich habe mich schon vorher erfolgreich gefühlt, weil ich verstanden habe, dass das mental anfängt. Mhm. Und ich war ab dem Zeitpunkt erfolgreich, als ich gefunden habe, was mir richtig, richtig Freude bereitet. Weil es gab auch mal Zeiten, da hatte ich gar keinen Bock auf meine Arbeit. Da hatte ich gar keinen Bock auf das, was ich tue. Da hatte ich auch eine Rolex und so weiter und so fort, aber es war einfach nicht erfüllt. Und ich finde, Erfolg ohne Erfüllung, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist der ultimative Fehler. Ja. Erfolg ohne Erfüllung. Du kannst noch so viel Geld haben, wenn du nicht erfüllt bist, wenn du nicht aufstehst und Bock hast und Drive hast, dann bist du in meinen Augen nicht erfolgreich. Und da kann der auch 100 Millionen machen. Also das ist für mich einfach nicht erfolgreich nach meiner Definition. Da kann ich dir nur die Hand drauf geben, weil ich glaube, das haben viele noch nicht verinnerlicht und ja. Ich sehe es einfach ganz genauso, weil es ist ja auch ein schmaler Grat. Ne? Du willst ja auch den Lebensstandard erhöhen oder du willst dein Business erfolgreich zum Laufen bringen und du willst dann vielleicht irgendwie ja, Mitarbeiter einstellen, skalieren und so weiter, ne? Gerade wenn wir im Business-Kontext sind. Aber das Leben geht eigentlich vielleicht trotzdem an dir vorbei. Also diese kleinen Dinge, wo du dann, wie du sagst, morgens aufstehst, ey, heute ist ein geiler Tag. Ich freue mich auf mein Käffchen oder was auch immer. Ja. Wenn du das nicht mehr wahrnimmst, weil du so sehr in dir oben bist und nur am ja, dann... Ja, das ist so. Und ich habe auch viele Sportler erlebt, die unfassbar erfolgreich waren. Hm. Krasse Erfolge, mehrere Olympiamedaillen, WM-Medaillen, alles Mögliche. Nicht glücklich. Ja. Und dann bist du für mich nicht erfolgreich. Ja, also es ist ja immer Definitionssache und ich finde, wir sollten uns diesen Definitionen mal bewusst werden, was wir wirklich als Erfolg definieren. Und du hast gerade eben noch eine Frage gestellt und zwar, was ich sehe, was bei anderen, wie die Erfolg bemessen. Ja. Und da ist es oftmals so ein gewisses Umsatzlevel. Mhm. Einfach zu sagen, okay, jetzt bin ich da. So diese glorified 100k, ja, dieses, oh ja, jetzt habe ich einen goldenen Handschlag, super. Mhm. Herzlichen Glückwunsch und bist du jetzt besser drauf? Deine Auszeit, die du dir genommen hast, als du mal, ja, auch selber vor einem gewissen Loch oder weiß nicht, wie du es bezeichnen magst, kannst du da gleich selber drauf eingehen, aber als du wirklich auch so eine kleine Krise hattest oder vielleicht eine große Krise, wie hat sich das angefühlt und wie hast du dich da selbst wieder rausgezogen? Das ist eine super Frage. Zunächst einmal muss man wissen, wann war das überhaupt? Mhm. Und ich finde, jeder, der jetzt hier männlich ist und zuschaut und in seinen Mid-20s ist, also ich sehe das zumindest bei meinen Kunden so, ab so 24, 23, 24, wo dann die Frage danach kommt, hey, wer bin ich auf einer tieferen Ebene? Und die Frage auch, wozu bin ich hier? Und die Frage auch, hey,
was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Also gerade Männer, die sagen, hey, ich bin ambitioniert, das sind meistens die, die wirklich damit strugglen. Also wirklich ambitionierte Männer in ihren Mitte 20ern, die noch nicht gefunden haben, was sie jetzt genau machen wollen und oder irgendwie einen Schicksalsschlag erleiden oder irgendwas vor irgendeiner Entscheidung stehen oder nicht so richtig wissen, wie geht's jetzt weiter? Die strugglen am meisten. Und dazu habe ich auch gezählt. Ja, ich auch. So, weil als Mann trägst du Verantwortung dafür, eine Familie aufzubauen. Du trägst Verantwortung dafür, ein geiles Leben zu schaffen. So, das war ja schon seit ewigen Jahren ist das schon so. Und das ist auch in unserem Gehirn so psychologisch einfach programmiert. Hey, der Mann bringt das Fleisch nach Hause und die Frauen sorgen halt dafür, dass alles andere passiert. So, jetzt ist natürlich die klassische Rollenverteilung nicht mehr so. Da will ich auch gar keine Diskussion zu aufmachen. Da kann jeder denken, was er möchte. Sondern hier geht es ja wirklich darum, okay, wie sieht das aus für Männer, die vielleicht strugglen gerade. Ja. Und mich hat diese Frage sehr beschäftigt, weil ich gar nicht wusste, wer bin ich jetzt und was will ich machen. So, musst dir vorstellen, das war so diese Zeit Fitnesstrainer und gar keinen Bock mehr über Kohlenhydrate und Bizeps-Curls zu reden. Und irgendwie hat sich alles nicht so erfüllt angefühlt. Ich war auch noch nicht so richtig erfolgreich. Ja, man hat so seine 10K gemacht. Ich bin auch zu der Zeit viel gereist. Mhm. Ich habe viele Orte gesehen. Ich war auf den Bahamas mit den Schweinen schwimmen. Ich war in L.A., ich war auf Bali, ich war in Thailand mehrfach und so. Und eigentlich hätte alles gut sein müssen. Aber ich wusste nicht, was mache ich hier überhaupt? Was will ich auch machen? So, ich habe gar keine Substanz in dem Sinne. Mhm. Und dann kommen ja die Fragen. Wer bin ich? Was ist der Sinn des Lebens? Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Da kommen wir auch noch gerne drauf zu sprechen. Habe ich überhaupt eine sinnvolle Tätigkeit? Boah, Fitnesstraining ist gar nicht so sinnvoll. Da helfe ich Leuten nur dabei, ein geileres Körpergefühl zu bekommen. Was auch geil ist, je nachdem, wie tief man da reindenkt, was man alles verändern kann mit Fitness. Aber ich wollte mehr. Mhm. So, ich hatte immer diese Ambition, mehr aus meinem Leben zu machen, mehr aus den Menschen zu machen und Menschen wirklich zu transformieren. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich schon Tausende von Menschen transformiert. Ich habe schon tausendmal Danke gehört für ein neues Lebensgefühl. Aber trotzdem ist das nicht übergeschwappt. Und dann kam so dieses, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf, ich mache jetzt das Business nicht mehr und außerdem wird mir sowieso alles zu viel, also Cut. 80.000 Follower auf Instagram, Cut. Reisen, Kooperationen, Cut. Also Sponsorings, Athleten-Sponsorings, Cut. Beauty-Studio aufgebaut, Online-Akademie mit meiner Freundin damals, ne? Cut, Cut. So, Fitnessprogramme online verkauft, Cut. So, das heißt, alles weg. Warum? Weil ich einfach mal raus musste. Ich kam gar nicht mehr klar in meinem Kopf im Sinne von, das ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck dafür, aber ich hatte keinen Zugang mehr zu mir. Mhm. Und dieser Zugang hat gefehlt. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, 6 Monate Auszeit, ich konzentriere mich jetzt nur auf mich. Und in diesen 6 Monaten hatte ich auch kein Social Media. Ich hatte gar keinen Bock zu sehen, was andere machen. Dieser ständige Vergleich, dieses, oh ja, der ist da und der macht das und da. Die sieht wunderschön aus und so, aber es sind 1000 Filter auf der Fresse so und eigentlich sieht die gar nicht so schön aus. Diese ganze Fake-Welt einfach mal weg und sich wieder auf den Kern zu fokussieren. Und da hinzuschauen, das war für mich die größte Challenge, aber auch die geilste Challenge. Ja. Weil daraus ist der fucking Bastian Schmidt entstanden, der ich heute bin. Ja. Und da bin ich super stolz drauf und das ist auch super geil alles und da können wir gerne tiefer reingehen. Ja. Mega gut. Also da kann ich auch voll relaten, also zu meinem eigenen Prozess, weil ja, ich habe da auch wirklich mich da rausgezogen, habe mich da den Sachen da gestellt. Ich war zum Beispiel bei Vipassana, dieses 10-tägige Meditations- und Schweige-Retreat, wo du auch komplett alles abgibst und einfach nur nach innen schaust und sowas. Ne? Und wie war das? Das war heftig. Ja, das war wirklich heftig. Aber das war eines der krassesten Erlebnisse für mich in meinem Leben. Das ist krass. Also einfach nichts zu tun. Willst du es nochmal machen? Ich mach's nochmal. Du machst es nochmal? Ja. Es gibt letztens auf einer Mastermind, hat auch eine da erzählt, es gibt so, ich weiß nicht mehr, Black Room nennt sich das irgendwie. Dark Room gibt es dann auch im anderen Kontext. Du meinst jetzt dieses Dunkel-Retreat, oder? Dunkel-Retreat, ja. Das würde ich auch noch machen. Aber du gehst quasi unter die Erde so mäßig oder in einen Raum, wo in gar Raum, kein Licht ja, abgedunkelt ist. Ja. Sie hat davon erzählt, dass sie das irgendwo in Skandinavien gemacht hat und dann unter die Erde und 14 okay, Tage gar kein Licht, gar nichts und so. Ja. Das ist ein bisschen zu abgespaced. 14 Tage. Hey, würde ich gar keinem Unternehmer empfehlen, das zu machen. 14 Tage? Ja. Alter Schwede. Das du kriegst natürlich Essen und Trinken und ja, so, gut, aber du siehst halt nichts. Würde ich keinem Unternehmer empfehlen, das muss ich ja gerade als Disclaimer machen. Auf gar keinen Fall. Ich würde Vipassana würde ich generell schon empfehlen, aber auch nur unter bestimmten Bedingungen in deinem Leben, unter bestimmten Lebensumständen, sage ich mal. Man muss ja auch sagen, man redet hier gerade von so Grenzerfahrungen, genau, die man macht. Genau. Und dass sowas einen voll aus dem Leben kicken kann. Ne? Also ich meine, wir kennen das ja übers Eisbaden zum Beispiel, dass da auch dann gesagt wird, ja, wenn man damit anfängt, dann ist es nicht mehr weit zur tieferen persönlichen Entwicklung und dann fängt man auf einmal an, irgendwelche Dschungelpflanzen zu rauchen und an irgendwelchen Kröten zu lecken und so. Hey, wenn du das machst, dann hast du sowieso nicht mehr alle Tassen im Schrank, dann ist dein Verstand nicht klar und dann brauchst du Soforthilfe. Ja?
Also nicht nur auf das Eisbad einzugehen und jetzt nicht nur auf Vipassana oder Dark Rooms einzugehen. Ja, lass uns da bei dem Kern bleiben. Auf jeden Fall. Ja, also es war auf jeden Fall eine spannende Reise, da den Sinn für mich zu entdecken. Und was war der ausschlaggebende Grund dafür? Ich habe viele Bücher gelesen in der Zeit. Also ich wollte irgendwie so meinen eigenen Masterplan entwickeln. Mhm. Und da gibt es von Viktor Frankl das Buch, vielleicht kennst du das, A Man's Search for Meaning. Mhm. Und da geht es ja darum, um das KZ, die Zeit im KZ, und er ist selbst Psychotherapeut gewesen, oder die Geschichte geht um einen Psychotherapeut, der im KZ war und hat dann dort seinen Sinn, seine Bestimmung gefunden. Wie und was, das möchte ich jetzt nicht hier so genau thematisieren, da könnt ihr das Buch mal lesen, also wenn ihr gerade das Thema Bedeutung, Sinnfindung und sowas habt, super geiles Buch. Mhm. Aber für mich wurde klar, hey, Männer lenken sich mit Vergnügen ab, wenn es ihnen an Sinn fehlt. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Ja. Weil ich habe gemerkt, ich lenke mich die ganze Zeit mit Vergnügen ab, weil der tiefere Sinn fehlt. Dann habe ich gedacht, okay, was macht mir denn Spaß? Wo sehe ich denn Sinn? Dann habe mir 1000 Sachen aufgeschrieben, hatte wirklich Dokumente über Dokumente, hunderte Seiten, kein Spaß. Und dann habe ich das so für mich in die Reihenfolge gebracht. Und daraus ist dann das erwachsen, dass ich erstmal an mir selbst gearbeitet habe, viele Tests gemacht habe, viele Persönlichkeitstests. Und was ich daran sehr spannend fand, war, du machst so einen Persönlichkeitstest, hast du schon mal einen gemacht? Klar. Und ich habe alle gemacht, die es gibt, ja, wirklich. Habe dann auch mehrere Ausbildungen da drin gemacht, Persönlichkeitszertifizierung, NLP und so weiter. Und was ich super spannend fand, was wirklich ein Feuer in mir entfacht hat, war, wie kann es denn sein, dass ein Test, AI sozusagen, ja, irgendwas, was da hinten gecodet wurde, was mir dann eine Antwort gibt, wer ich sein soll, in Anführungszeichen, oder wo ich reinpasse, in welche Kategorie, wie kann es denn sein, dass ein Test mehr über mich aussagen kann, als meine Eltern oder als mein bester Freund? Wie kann es sein, dass ich so genau interne Muster beschrieben bekomme, wie ich drauf bin, wie ich ticke, anhand von einem Test? Und das war für mich der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, boah geil, ich will die Menschen so geil verstehen, ich will dieses Feuer für die Menschen sein. Und das war für mich, wo ich gesagt habe, das macht für mich Sinn, weil A, ich sage ja immer, conquer the unknown, ja, erobere das Unbekannte, meistere das Unbekannte, weil alles ist unbekannt da draußen, das Universum und so weiter. Wir haben so viele unbekannten Gleichungen, ja, unbekannte Sachen, und ich will das erobern, ich will das meistern. Und wenn da so eine Sache ist, die mir mehr über mich sagen kann, als ich mir selber oder als mir nahestehende Person, dann will ich das für die anderen Menschen sein, und dann ist das auch so groß genug, dass ich ein bisschen Angst davor habe, das alles zu meistern, aber zeitgleich auch die Ambition und den Bock und den Drive, da reinzugehen, dieses Ding zu meistern, um den Leuten einfach zu erklären, wie sie ticken, wie sie funktionieren, wie sie das gewinnbringend für ihr Unternehmen und für ihre Persönlichkeit einsetzen können. Und das war für mich dieser Punkt, wo ich gesagt habe, das ist groß genug, dass ich mir diese Last aufbürden kann und sagen kann, der Teil gehört jetzt zu mir. Und wenn Leute damit Probleme haben, dann kommt zu mir, weil ich habe das Game ausgedribbelt. Mhm. Und nicht so, ja, ich bin jetzt fertig, sondern es kann nicht fertig sein, weil es so fucking groß ist. Ja. Ja, das fand ich einfach geil, und das hat mir wieder Drive gegeben, da reinzugehen. Geil. Und dann hast du dich da selber wieder, also du hast dir das erarbeitet in deinem Kämmerchen sozusagen. Ja, genau, so kann ich das vorstellen, ja. Das ist ganz geil. Und ja, dann, halt, ja, Trainings gemacht, Coachings gekauft, ja. Bücher gelesen, wirklich, war da immer mit meinen ganzen Büchern und so und da was und da was. Ich war voll besessen, weil ich keine Ablenkung mehr hatte. Ich habe mich nicht mehr mit Vergnügen abgelenkt. Ja. Ne? Ich habe nicht mehr Pornos geguckt, ich habe mich nicht um Frauen gekümmert, ich habe gar nichts. Weil es hat mich einfach nicht mehr interessiert. Ich habe mich einfach zu 100% auf mich fokussiert. Mhm. Und das ist ja das, was so Retreats oder sowas auch darstellen wollen, was sie in einem gewissen Kontext auch können. Nur man muss sich immer fragen, wie sinnvoll ist das? Oder geht man nicht lieber zu einem Mentor, der das vielleicht schon durch hat, dem man sich anvertrauen kann und der dann zielgerichtet diese ganzen Informationen, die es ja gibt, auf deine Situation anwenden kann? Das ist ein mega der gute Punkt, weil ich sage zum Beispiel, weil du ja auch gerade gefragt hast, ob ich Vipassana empfehlen würde, ne? Und ich sage, nicht in jedem Fall, und ich sag aber, die Sachen, die ich daraus gelernt habe, die fließen so krass in meine Arbeit ein, im Coaching. Unfassbar. Also das ist Wahnsinn. Und auch durch andere Erfahrungen natürlich. Was waren so deine Mentoren auch oder wo du Coachings gemacht hast und so weiter? Also was hast du da so gemacht? Also ich habe, wie gesagt, viele Zertifizierungen gemacht. Ja. NLP, Psychologie, diese ganzen Sachen, Emotional Mastery. Da könnte ich jetzt nicht mehr aufhören zu erzählen. Viel gemacht, ja. Was sehr prägend war, waren die Bücher von Jordan Peterson, die fand ich ganz geil. Und Tony Robbins. Ja. Tony Robbins war für mich einfach das Sinnvollste, weil ich mir gesagt habe, hey, wenn es da einen Typen gibt, und ich rede jetzt nicht von, okay, wir machen Events und springen rum und hüpfen Bälle und diese ganze Scheiße. Ja. Ich rede davon, wenn es da einen Menschen gibt, der fucking 60 Jahre oder 50 Jahre von seinem Leben dedicated ist zu persönlichem Wachstum, mit Millionen von Menschen gearbeitet hat, jedes Muster schon mal gesehen hat, jedes Programm, Coaching und so weiter schon mal aufgeschlüsselt hat und Systeme gebaut hat, wie gewisse Sachen funktionieren. Wäre ich doch dumm, wenn ich hergehe wie er und nochmal alles genauso versuche zu lernen, nochmal 700 Bücher zu lesen und so weiter, sondern ich nehme einfach das, was er macht, die Quintessenz aus seiner Arbeit, studiere diesen Typen bis zum Abwinken, das mache ich heute noch. Ja.
Ich würde auch mit Sicherheit behaupten, es gibt keinen, der öfter seine Coachings, Bücher oder sonst was durchgearbeitet hat. Gibt es nicht, bin ich mir zu 1000% sicher, weil ich mir gesagt habe, hey, das macht doch einfach Sinn, diese Essenz rauszunehmen, für mich zu nutzen. Und jetzt kommt es nämlich, selber in der Bubble, in der wir unterwegs sind, zu schauen, hey, ich konzentriere mich nur auf Agenturinhaber und Berater oder nur Agenturinhaber heutzutage, die in dieser Situation sind, also von 20.000 auf 300.000 wollen oder auf eine Mio im Monat und dann dieses Wissen zielgerichtet auf die anpassen, weil diese Leute hier, die haben immer die gleichen Probleme. Mhm. Die haben immer die gleichen Probleme und die haben den gleichen Weg. Und ich bin diesen Weg jetzt auch schon gegangen. Auf 10.000, auf 100.000, auf 250.000 im Monat. Das heißt, ich habe es auch selber durchlebt. Und meine Kunden durchleben das auch wieder selber. Das heißt, ich kenne jede einzelne Hürde, jeden einzelnen Schritt und kann sie einfach sehr zielgerichtet lösen. Und das ist, wo wir heute stehen. Ja. Und das ist geil. Nice. Sehr cool. Sehr cool. Sehr inspirierende Geschichte auch. Und ich finde, ja, und die Tiefe, ne, des Ganzen, das macht das auf jeden Fall, das gibt dem Ganzen nochmal die Würze, weil ich glaube, gerade so diese, wenn man sich dann wirklich auf der tiefen Ebene dann auch damit beschäftigt, das nimmst du ja für dein Leben mit. Und du nimmst auch diese, sag ich mal, Phasen, wie jetzt zum Beispiel die Auszeit, die du genommen hast oder wo du auch dein Loch hattest, ne? Ja. Das siehst du ja wahrscheinlich heute nicht mehr als Loch, sondern einfach als Geschenk. Geschenk, genau. Als Safe. So, und wenn du das schaffst, auf dein Leben zu adaptieren und sagen, okay, egal, was für Dinge mir passieren, egal wie oft ich mal hinfalle, nach Olympia. Weißt du, wie oft ich mir eingeredet habe? Für irgendwas wird es gut sein. Für irgendwas wird es gut sein. Für irgendwas wird es gut sein. Ja. In dem Moment, wo es mir nicht gut ging. Da checkst du es nicht. Aber einfach daran zu glauben, dass es mal irgendwann, dass ich irgendwann checken werde, wofür es mal gut war. Und das ging relativ schnell dann, weil ich denen auch die Aufmerksamkeit da hingerichtet habe. Ne? Das ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung in dem Sinne. Es gibt auch keine Fehler, es gibt keine Niederlagen. Ja. Das ist ein gutes Mindset. Also, was ich gerade meinte mit selbsterfüllende Prophezeiung, ist ja, wenn man sich einen Glaubenssatz zu eigen macht und davon wirklich überzeugt ist, wie du, für irgendwas würde es gut sein, dann fokussierst du dich ja darauf. Und indem du dich darauf fokussierst, hast du ja auch die Feelings dafür. Ja? Genau. Focus equals Feelings. So, du gehst dahin, anstatt zu sagen, oh, scheiße. Und irgendwann bist du nur noch am Jammern und komplett am Arsch. Mhm. Ich meine, da kannst du wahrscheinlich eine Geschichte von erzählen. Und da muss man halt wirklich drauf aufpassen, dass man sich schon richtig einstellt, von der Perspektive her richtig auf die Dinge schaut oder zielführend. Mhm. Dieses richtig-falsch ist auch immer so ein muss man darauf achten, wie man das betont. Ja, das stimmt. Dann halt auch diesen Weg geht, also wirklich auch die Sachen umsetzt. Und das ist so die Quintessenz daraus. Ja. Weil es gab auch eine Zeit in diesen 6 Monaten, wo ich meinen Masterplan geschmiedet habe, wo ich in der Theorie alles wusste, aber nichts umgesetzt habe. Ja. Deswegen Umsetzer. Ja? Ohne Spaß, deswegen Umsetzer, weil es unterm Strich, man muss es umsetzen. Ja. Sonst kannst du noch so ein geiler Hengst sein, noch so geiles Mindset haben, noch so viel Wissen aufgesaugt haben. Mhm. Wenn du es nicht umsetzt, bist du wack. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich vielleicht auch mit dir nochmal drauf eingehen. Du hast deine Firma Umsetzer. Es geht viel um Umsetzung. Mhm. Aber was du ja auch immer wieder sagst, ist mit Leichtigkeit, mit Gelassenheit, mit genügend Zeit für andere Dinge und so weiter. Ja. Wie schaffst du es, die Dinge zu vereinen und in Einklang zu bringen? Wie vermittelst du das? Weil das ist ja genau der Punkt auch für viele, wo sie halt am Struggeln sind. Entweder man ist voll in der Umsetzung und sieht gar nichts mehr links und rechts. Mhm. Oder man ist halt... laid back. Ja. Das ist auch eine spannende Frage. Also es sind ja eigentlich 2 Fragen, oder? Also zum einen mal, wie schaffe ich das? Ja. Und zweitens, wie gebe ich es weiter? Genau. Da kommt ja das Business-Performance-Ding ins Spiel. Mhm. So, dass man sagt, hey, okay, du kannst performen, aber du brauchst auch die Ruhephasen. Du brauchst auch ein geiles Leben dabei. Und das Leben kann jetzt schon geil sein und nicht erst wenn dann. Wenn dann ist ja ein scheiß Mindset. So, wenn du sagst, boah, wenn ich mal 100.000 im Monat mache, dann wird alles geiler. Und dann machst du deine 100.000 und dann hast du auf einmal Kosten und von diesen 100.000 Auftragsvolumen kriegst du nur 30.000 aufs Konto. So, dann hast du 20.000 Ausgaben, dann musst du noch für die Steuer was zurücklegen und. Dann hast du wieder nichts, fühlst dich wieder broke und denkst dir, ja super, aber die geträumten 100.000 sind im Endeffekt doch wieder nichts. Ja. Warum? Weil du keine Ahnung hast. Weil du dir nicht die richtigen Leute drumherum holst, die dich im Blick haben, die dich auf Spur halten. Und deswegen ist es so wichtig, im Business zu performen, also die richtigen Sachen richtig zu machen, effektiv zu sein und effizient zu sein und nicht einfach nur zu sagen, ja, ich setze ja um. Alle setzen um, aber wie viel davon ist Nonsens? Wie viel davon musst du gar nicht machen? Wie viel von den Dingen denkst du, dass du sie machen müsstest, müsstest sie aber gar nicht machen? Wie viele Tagesbrände löscht du? Wie oft spielst du Feuerlöscher? Warum kannst du mit deinen Mitarbeitern nicht so geil umgehen, wie du es gerne würdest und bist oftmals abgefuckt? Peitsch den Vertrieb, ja, weil die müssen machen. Oder wenn du am Anfang noch alleine da bist, peitsch du dich selber durch die Gegend und bist da bis 20, 23 Uhr am Büro, klappst abends den Laptop noch nicht auf und deine Freundin liegt im Bett und denkt sich, was habe ich hier für einen Typ? Du hast einfach keine Zeit dafür. So, woran liegt es also? Das Leben passiert jetzt. Und das Leben darf auch jetzt schon geil sein. Das heißt, man muss schauen, dass man im Business die richtigen Sachen richtig macht, effizient und effektiv ist
und das private Leben geil gestaltet und sich auch dafür Zeit nimmt und auch da produktiv ist. So, jetzt kommt der Clou. Was heißt produktiv im Privatleben zu sein? Produktiv im Privatleben ist zum Beispiel auch mal Ruhepausen zu machen. Du als Weltmeister, jemand, der wirklich professionell gerudert ist, der weiß, oder wie du es auch anfangs gesagt hast, hey, ich kann noch so viel trainieren, wenn ich keinen Plan für meine Ruhepausen habe, dann bin ich einfach am Arsch. Dann kann ich morgen nicht mehr die Leistung bringen, die ich heute gebracht habe, oder? Richtig. So, das heißt, wir müssen auch schauen, was sind die Ruhepausen? Wie kann man das geil machen? Musst du vielleicht mal öfter in Urlaub? Musst du vielleicht mal öfter in Spa? Musst du XYZ machen? Ja? Ich will jetzt hier nicht alles leaken, aber du brauchst ein geiles Privatleben. Und das muss dir Ruhe geben. Das muss dir... Du musst einfach mal so chillen. Bisschen mehr chillen. Und vor allem genau das, was du gerade gemacht hast, dieses Durchatmen. Ja. Weil ich, das sehe ich halt auch immer bei vielen so. Du machst dann vielleicht schon mal irgendwie frei, aber der Kopf ist ja trotzdem noch die ganze Zeit im Business, die ganze Zeit noch am Rattern. Ja. Das heißt, du musst ja auch den Kopf runterbringen. Also du musst ja Körper, Geist und Seele einfach auch mal und einmal alle fünf gerade sein lassen und einfach nur... Ja, ist so. Es ist so. Ja. Das haben die meisten aber nicht auf dem Schirm. Die denken immer so, die bauen sich jetzt einen Ferrari, vergessen aber, dass der Treibstoff fehlt. So, was bringt der Ferrari ohne Treibstoff? Und der Ferrari braucht sehr guten Treibstoff. Mm, ja. Das auch noch. Das ist ja auch so, ne? Athlet braucht Ruhepausen. So. Ja. Usain Bolt muss auch mal chillen. Ja. Diese Balance muss man halt herstellen. Ja. Und diese Balance auch beachten. Und wenn man die selber nicht beachten kann, dann wenigstens so schlau sein und sagen, hey, dann hole ich mir halt jemanden, der darauf achtet. Das ist meine Kritik an Mindset-Coaches oder an Performance-Coaches, dass sie eben nur einen Teilbereich bei den Leuten abdecken. Und dann kriege ich die Kotze. Weil dann sitzen die bei mir und sagen, ja, hey, Basti, ich habe gehört, du bist Mindset-Coach. Dann sage ich erstmal, nein, ich bin kein Mindset-Coach. Ich mag den Begriff auch nicht so. Ich bin kein verdammter Mindset-Coach. Sehe ich so lost aus, dass ich dir sage, was du für Mindset-Blockaden hast und dann ist alles prima? Ja. Ist nicht so. Der Mensch ist vielfältiger. Ja. Ne, genauso wie bei Performance Coach. Ja, du musst jetzt deinen Tag strukturieren von A bis Z und von 8 bis 8 Uhr. Und wenn du das und das so und so machst und morgens noch deinen Selleriesaft trinkst und abends dir noch eine Vitamininfusion gibst, dann ist alles perfekt, glaub mir, dann bist du am Produktivieren. Ja, Bullshit. Hör auf mit der Scheiße. Glaub nicht auf so Leute, die gerade erst mal angefangen haben mit ihrem Coaching und keinen Plan haben, wie der Mensch wirklich tickt. Das ist die Message so nach außen. Und da werde ich dann auch radadoll. Ja, ist auch richtig so. Ne? Also, man muss halt dieses vollumfänglich, dieses gesamte Konzept im Blick haben. Und das kannst du nur bei Leuten, die auch wirklich diesen Prozess durchgemacht haben. Ja, diese holistische Herangehensweise ist halt mega wichtig. Ne? Also ja, der Stempel Mindset oder so. Ne? Körper, Geist und Seele. Du musst mit deinem Herzen auch verbunden sein zum Beispiel. Genau. Du kannst nicht einfach nur immer im Kopf sein. Wenn du viel am Arbeiten bist, bist du im Kopf. Du musst dich aber mal wieder ins Herz bringen. Du musst mal wieder chillen. Du musst mal wieder in den Arm genommen werden. Jemanden in den Arm nehmen. Du musst mit deinen Kindern spielen oder was auch immer. Um die Liebe auch wieder reinzulassen ins Herz. Also. Genau. Ja, und da denken halt auch viele wieder dieses Schwarz-Weiß. Ne? Dieses, ja, entweder es gibt nur die Ratio oder nur die Emotion. So. Entweder es gibt nur den Kopf oder nur das Herz. Und wenn ich jetzt Eisbaden gehe, dann wird mein Business den Bach runtergehen. Also, das ist ein Schwachsinn. Ja, wird ja auch propagiert an der einen oder anderen Stelle. Aber gut. Da gibt es ja bald ein Video zu. Sehr gut. Naja, also man muss da schon aufpassen. Ne? Also es ist schon so, wenn wir gerade vielleicht nochmal auf diesem Thema reingehen. Mhm. Es gibt sehr viele Praktiken, die gerade von spirituellen Coaches genannt werden, die wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich sind. Weil je nachdem, was du da machst, kannst du deine ganzen Neuroassoziationen verändern im Gehirn anhand von Dingen, die du machst. Mhm. Und das wird wirklich gefährlich. Also da kann man wirklich aufpassen. Nur A schließt nicht B aus. Vor allem, weil da es auch, glaube ich, viele gibt, die haben dann vielleicht selber eine gute Erfahrung damit gemacht und propagieren dann, dass das jetzt das ist, was für alle funktioniert. Der Mensch ist aber ein Individuum. Korrekt. Und deswegen braucht man auch einen Coach, weil da brauchst du jemanden, der individuell auf dich eingeht. Richtig. Und wirklich... Danke. Ja, das ist ja auch... Nein, ja, wirklich, das ist so. Ja, weil nicht, also für den einen, der macht da vielleicht mal irgend so, also wie gesagt, das sage ich auch mit Vipassana. Ich habe dann in dem Moment, das hat sich über einen längeren Zeitraum, hat sich das in mein Leben reingeschlichen und für mich, ich hatte schon krasse Grenzerfahrungen im Leistungssport. Ja. Ich habe mich ins Krankenhaus gerudert. Bitte nicht nachmachen, Leute. Bitte nicht. Ich habe andere Grenzen. Ich war so oft an der Schmerzgrenze und ich wusste, okay, wenn ich mich da jetzt 10 Tage hinsetze, ich hatte mega den Respekt davor. Mhm. Also auch ich, der schon sehr viele Schmerzen erlitten hat. Ja. So. Du wirst bei solchen Sachen schon merken, wenn dich das irgendwie, nee, also du brauchst jemanden, der an der Hand hast, ne? Genau, der drauf schaut und der vielleicht auch mal sagt, mach das hier besser mal nicht. Verlier dich nicht in diesen ganzen, jetzt wie zum Beispiel Eisbaden, ich mach das auch ab und zu, ja? Ich auch. So, und kalte Dusche sowieso morgens, ja, aber safe. Verlier dich nicht darin und denk nicht, dass sich das rettet, sondern sieh es einfach als kleines Tool oder als Routine-Tool vielleicht, was du für dich nutzen kannst, aber sieh nicht darin jetzt den großen Nutzen. Ja, und vor allem auch nicht den nächsten Hebel oder genau. So. Ne? Also es ist immer wichtig, deswegen, du hast es gerade gut gesagt, es ist immer wichtig, dass man jemanden hat, der drauf schaut. Ja. Und wenn du
den ich hasse, dann würde ich auch nach außen gehen und sagen, lass die ganze Scheiße. Ja. Weil zu viele haben auch Ego, sich jemanden zu holen. Oder nicht das Geld. Oder XYZ. Aber wenn man den hat und wenn man sich verletzbar zeigt und sich vollkommen öffnet, deswegen sage ich auch immer, meine Kunden, von denen weiß ich mehr als deren Frauen. Ja. Oder als deren Partner, whatever. Wenn man das hat, dann ist man safe. Dann hat man ein Safety-Net, auf dem man sich verlassen kann, wo man vertrauen kann, dass man die nächsten richtigen Schritte geht. Ja. Und nicht wieder irgendein Nonsens, was man sich denkt. Absolut, absolut. Ich sehe auch gerade schon, die Zeit läuft so langsam weg. Wir müssen auf jeden Fall noch mal einen dritten Part irgendwann machen. Also würde ich mich auf jeden Fall freuen. Da wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, noch meine zwei letzten Fragen. Ja. Erste Frage, was ist der Sinn des Lebens für dich? Der Sinn des Lebens für mich? Also, ich habe den Sinn des Lebens für mich, ist erstmal eine super Frage, so definiert, dass ich ihn durch meine unternehmerischen Tätigkeiten erreichen und auch erleben kann. Mhm. Also wir haben die Vision mit Umsetzer, dass wir in Englisch creating a world where no potential goes unrealized. Mhm. Also wirklich eine Welt erschaffen, wo kein Potenzial auf der Strecke bleibt, wo kein Potenzial nicht realisiert bleibt. Mhm. Das heißt zum Beispiel, wenn Kunden zu mir kommen oder Kunden werden, dann gibt es einen gewissen Betrag, der natürlich auch gespendet wird in unsere eigene gemeinnützige Stiftung, die wir gründen, um dann herzugehen und denen die Mittel und die Bildung und die Möglichkeiten zu geben, die sie ja vielleicht nicht haben. Da gibt es diesen Spruch, der nächste Elon Musk kommt wieder aus Afrika. Der zieht immer ein bisschen. Ja. Stimmt. Elon Musk kam ja aus Afrika. So, aber manche Leute haben halt da nicht diese Mittel und Möglichkeiten und die Bildung. Und dadurch, durch meine Erfahrung und auch durch das ganze Wissen, was ich aufgesaugt habe, ist es mir einfach ein Anliegen, für Bildung zu sorgen, Bildungsträger zu bauen, die Good Life School zu entwickeln und wirklich das Potenzial der Menschen zu realisieren. Weil wer weiß, was für Genies da unten in der Pampa hocken und keinen Zugang haben. Wer weiß das? Was für einen geilen Impact können wir auf die Welt haben? Wie viel Potenzial können wir realisieren? Jetzt machen wir das erstmal mit Unternehmern, mit Agenturinhabern und dann weiten wir unser Spektrum aus. Also erstmal mit der Mission dann auch, High Performer zu empowern, Weltklasse zu werden. Und wenn die Weltklasse sind, haben wir sowieso mehr Einfluss, mehr Impact. Sehr geil. Auf der privaten Ebene ist es einfach, glücklich zu sein und geile Vibes nach außen zu geben. Also ich meine, wir haben uns ja auch kennengelernt auf einem Event. So, ich bin eigentlich immer gut drauf. Nicht immer. Ja, ich habe auch mal Scheißtage. Das darf ich mir auch erlauben. Aber mir ist ein Anliegen, dass jeder, der mit mir in einem Raum ist, einfach eine gute Zeit hat, gute Vibes bekommt und so, weil davon von dem Gegenteil gibt es leider genug. Da hast du recht. Das ist ein guter Punkt. Ein guter Satz auch, um dieses Thema zu wenden. Okay, dann noch die allerletzte Frage in jeweils einem Satz. Was sind deine drei Gamechanger-Tipps? Oh, die Gamechanger-Tipps. Die drei Gamechanger-Tipps. Der erste ist, holt euch einen Mentor, dem ihr euch anvertraut. Und zwar richtig anvertraut. Verletzbar zeigt, Vertrauen habt und einfach diesen Vorwärtsdrang verspürt, wenn ihr diese Person seht. Das sind die drei Vs, die damit einhergehen, sich einen Mentor zu holen. Super. Der zweite Punkt ist, da würde ich gerne einen Punkt von dem ersten aufgreifen, und zwar sich wirklich verletzbar zu zeigen. Das ist eine der größten Stärken. Ich rede hier auf Social Media, auf Kamera über meine Tiefen. Warum? Weil es für mich jetzt A, einen Sinn darüber gibt, darüber zu reden, weil es nicht immer Tiefen sein müssen, aber B, weil Verletzbarkeit auch Stärke ist. Weil jetzt vielleicht jemand von euch da draußen dazu relaten kann und sagt, hey, krass, das habe ich jetzt gebraucht, diese Message, den Satz, das Wort, das hat für mich Sinn ergeben. Jetzt habe ich irgendwie Drive, irgendwas zu starten. Oder es hat irgendwas Klick gemacht. Zeigt euch verletzbar. Und der dritte Punkt und allerwichtigste, umsetzen. Ich wusste es. Super. That's it. Ey, Basti, hat mega Spaß gemacht mit dir, war richtig cool. Danke dir. Richtig geil, ja.